Willkommen zu einer weiteren Folge Gran Turismo 5. Ich weiß leider noch nicht, ob das eine ganze Folge wird oder ein Ausschnitt, den ich gerade in irgendeine andere Folge reingeschnitten habe. Das werden wir sehen, aber es ist momentan der perfekte Zeitpunkt, um einzukaufen. Das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten, dann lösen wir direkt die Tickets noch ein. Denn ich habe mal echt viel Glück hier im Gebrauchtwagenhändler. Sind 1, 2, 3, 4 neue Autos, die ich noch nicht habe. Und das ist bei meiner Anzahl an Autos schon eine enorme Nummer. Die löse ich jetzt mal eben schnell ein. Ne, kaufen, kaufen und so weiter. Kennen wir ja so. Und danach kaufen wir noch beim Premium-Händler und dann lösen wir auch eure Autotickets und die Gewinnertickets noch ein. Einfach darum, damit ich dann die 15 Autos oder so hintereinander in der Liste stehen habe und dann auch hintereinander bei My Gran Turismo hinzufügen kann. So, wunderbar. Ich würde das ja gerne etwas später machen, aber dann reicht der Gebrauchtwagenhändler die Liste wieder weiter runter. Da verschwinden die Autos. Mein Geld ist am Limit, wie ihr gerade seht. Ich bin bei 18 Millionen, da bin ich ruckzuck über 20 und das möchte ich nicht. Ich weiß immer noch nicht, warum Polyphony Digital sich gedacht hat, hey, komm, wir limitieren das auf 20 Millionen. Because fuck you oder so. Ich weiß es nicht. Wir lösen jetzt einfach die ganzen Sachen mal ein. Und dann gucke ich mal, ob ich das als eigenständige Folge zur Verfügung stelle. Mit einem kleinen Rennen hier noch hinten dran oder ob wir das irgendwo reinschneiden. Möchten die diesen Wagen verwenden? Nein, danke. Ich kann euch ja mal in der Zwischenzeit die Trophäen vorlesen, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch fehlen. Goldstandard, exzellenter Fahrer, Traumdrifter, Autoradio, Erzrivalen, X1 Challenge, Autoteil abfallen lassen, ich weiß nicht genau, wie die Trophäe heißt, und Honda Home. Also, ihr merkt, das sind noch ein paar. Die sind aber relativ einfach, die spare ich mir wahrscheinlich so bis zum Ende hin auf. Wir werden sehen. In der Zwischenzeit kann ich euch ja noch mit dem Fun Fact versorgen, wie viel Platz meine Let's Plays mittlerweile auf der Festplatte wegnehmen. Ich habe eine extra Platte gekauft für meine Let's Plays. Denn, okay, das ist jetzt bei Aufnahmen von der PS3 nicht ganz so schlimm, aber gerade bei PC-Aufnahmen ziehen die Aufnahmen so viel Platz, da bist du bei einer Stunde locker über 150 GB größtenteils. Kommt natürlich auch immer drauf an, was du aufnimmst und in welchem Codec. Und da brauche ich halt relativ viel Platz, eine schnelle Platte auch. Und das Ganze wird ja danach erst komprimiert und so. Und diese komprimierten Dateien machen insgesamt 750 GB aus. Stand heute. 750 GB, die ich allesamt schon zu YouTube hochgeladen habe. Tja. Gute Videoqualität bedeutet natürlich auch größere Dateien. Aber noch geht's ja. 750 bei über einem halben Jahr, wo ich jetzt dabei bin. Also passt schon. So, ich gehe nochmal in den Gebrauchtwagenhändler rein. Sicher ist sicher. Da gucken wir nochmal eben kurz. La 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 la. So, ich sehe überall sind Haken dran. Wunderbar. Und bevor wir jetzt weiter einkaufen, gehen wir in die Autobörse. Und drücken jetzt einfach mal Viereck, denn das habe ich die ganze Zeit übersehen. Danke für den Hinweis nochmal. Man kann dann alle Tickets, die in der Autobörse drin sind, gleichzeitig einlösen. Und das finde ich ist doch. Das ist nachgepatcht worden, meines Wissens nach. Und das ist ein guter Fix. Die Vorschaubilder werden erstellt. So, da haben wir den DeLorean aus einer der letzten Folgen, der war von R8 Proto, das weiß ich genau. Tuscan Speed 6 Race Modded, auch ein sehr schöner Wagen. Ich glaube, den habe ich sogar schon in meinen Favoriten. Ticket 1000, was kriegen wir denn da Schönes? Ich bin gespannt. Ah, ein S2000, ey. Rallye Auto, komm, gib mir was Cooles. Ah, 206 Rallye Car ist jetzt auch nicht das Geilste. Und dann kriegen wir noch einen Falcon GTR Race Car dazu. Wunderbar, das waren unsere Autos und das ist eine wesentlich schönere Sache als das einzeln einlösen. Es geht schneller und ich finde es auch schöner, wenn das so mit den kleinen Vorschaubildern nur kommt.
Danke nochmal für den Hinweis. Das habe ich echt verpeilt, das da zu lesen. Und wir gehen jetzt mal eben in den Händler. Händler. Und. So, Troff, du. Welchen Wagen brauchst du noch? Jetzt bin ich natürlich so gut vorbereitet, dass ich das nicht nachgeguckt habe. Es gab einen Hersteller, bei dem ich noch einige nicht hatte. Ich glaube, Lexus war das. Ja, hier fehlen noch einige. Da war ich echt geschockt, als ich die Autos in meine Liste auf mygrantourismo.net eingetragen habe. Habe ich dann gesehen, fuck, du hast ja erst einen Lexus oder so. Hast du die komplett übersehen, als du die gekauft hast, und war dann echt so, ich habe sie echt komplett übersehen. So, nebenbei öffne ich das mygrantourismo.net, die Liste mal eben kurz auf dem Handy. Und damit wir es nochmal eben auf die Schnelle überprüfen können, was noch fehlt, was nicht mehr fehlt. Und wir kriegen eine neue Hupe wegen einer neuen glatten Anzahl an Autos. 1040 haben wir mittlerweile. Zahl immer weiter steigend. So, wir gehen wieder rüber auf Lexus. Und die kosten allesamt relativ viel. Wenn man sich jetzt andere Autos anguckt, die, glaube ich, im gleichen Leistungsbereich sind, die kosten 500.000. Dann zahlt sie wieder so einen Lexus-Aufpreis, ja? Ich denke mal, die hören sich alle gleich an, deswegen mache ich da mal auf Nein. Der Kerl will mich nicht anmelden. Scheiß, mygrantourismo. Also, so gut ich die Seite auch finde, vom Prinzip her, von der Idee her, ist es genial, echt. Aber das sieht einfach hässlich aus und es ist meiner Meinung nach so schlecht programmiert, ne? So, ich versuche noch eben einmal mich einzuloggen. So, bitte entschuldigt diese Verzögerungen. Ah, jetzt bin ich endlich eingeloggt. Meine Autos. Autos. So. Filter bitte einmal nach Missing Premium. Das ist natürlich eine sehr schöne Funktion. Und da gucken wir mal, welche Premium-Autos noch fehlen. Viele Chromeline-Dinger. Vielleicht hätte ich mal sagen sollen, keine DLC-Autos. Moment. Nur normale Autos. Nur normale, wo steht's denn? Every car but DLC und der letzte Lexus wird auch noch gekauft. Ja, ich weiß, es ist dröge und langweilig, aber ich will, dass ihr dabei seid. Da wir gerade auf den letzten Metern sind. Die letzten Meter. Die Zielgerade bis zu Platin. Also, laut Dingensbummens, mein Gran Turismo fehlen mir Lexus, 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 Lexus. Dann noch ein Nissan, der kein DLC ist, den ich vielleicht noch nicht runtergeladen habe oder den ich nicht gekriegt habe, weil ich damals noch keinen Gran Turismo auf dem Trofto-Account hatte, weil der Trofto-Account da noch nicht existierte. Können wir eben kurz nachgucken. Dann fehlt mir noch der Jaguar hier, das ist mir bewusst. Kann ich kurz zeigen, dieser hier fehlt mir noch. Aber das ist kein Problem, den gewinnt man bei einem Langstreckenrennen, das gar nicht mal so lang ist. Ich glaube 2 Stunden und dann fahre ich lieber 2 Stunden, anstatt da 20 Millionen zu investieren, ne? So, Nissan sagte ich. Nissan 370Z. Stück noch, Stück noch, Stück noch, Stück noch, Stück noch, ein Stück noch, ein Stück. Ne, hier sind überall Haken dran, also den kann ich nicht kaufen. Vermutlich ist das, wie gesagt, halt einfach ein DLC-Wagen, den ich hätte gratis kriegen können, aber das ging dann nicht mehr unter. Fehlen mir die Red Bull X 2010 Autos noch.
Schön, jetzt haben wir die Garage wunderbar erweitert, sind jetzt bei 1000. Huch, was war das? Wieso hat er jetzt das Home nochmal neu geladen? Jetzt sind wir bei wie viel? Bei 1049 Autos. Alter Schwede. Tja, das ist eine Menge. Spielfortschritt liegt bei 90%. Mein persönlicher Traum wäre es, den noch voll zu kriegen auf 100, bevor GT6 rauskommt. Ich glaube nicht dran. Denn da müsste ich die 24-Stunden-Rennen fahren und das ist... Und 77% der Trophäen im Spiel haben wir gewonnen. Da bleibt also noch eine Menge zu tun, auch nach Platin noch. Ja, jetzt fahren wir nochmal schick hier eine Saisonveranstaltung, schieben wir nochmal hinterher ein bisschen Geld gewinnen. Oh ne, dieses X2010-Zeitrennen mache ich sicherlich nicht nochmal. Da habe ich die Schnitt voll. Dieses Formula-GT-Ding bringt verdammt viel XP, aber ich weiß nicht, wie ich da gewinnen soll. Die haben maximal 950 LP und meine hat halt einfach nicht so viel. Ich weiß noch nicht, wie der mehr kriegen soll. Der deutsche Tourenwagen habe ich natürlich schon gemacht. Komm, machen wir mal NASCAR. Das wurde sich auch mal als Community-Rennen-Ding gewünscht. Können wir auch da gerne machen. Ich werde jetzt einfach mal irgend so ein Ding und dann fahren wir los. Ne? Wir machen das nicht zu kompliziert. So, Matt. Teilnahmebedingungen, dann da auf Garage und dann zeige ich mir auch die richtigen an. So, nehmen wir einfach den. Joey Logano, was für ein komischer Name. Ist das ein Italiener oder so? Und dann fahren wir mal eben eine Runde auf London, einfach nur weil es uns Spaß macht. Fahroptionen muss ich wahrscheinlich bearbeiten. Oh ja, muss ich sowas von bearbeiten. Rennen hart ist Maximum in diesem Event. 7 Runden, oha. Die NASCAR-Dinger sind natürlich nicht auf solche Strecken wie London ausgelegt. Haben 4 Gänge. Beschleunigen daher nicht ganz so geil. Aber das werden wir alles gleich sehen. Achtung, jetzt macht es gleich komische Geräusche. Besser. Eben kurz das Mikrofon etwas gerichtet und ab in die Innenansicht. Wie ich eiskalt alle Plätze aufholen soll. Innerhalb von 7 Runden, das geht doch gar nicht. 27 Sekunden Rückstand. So, einen haben wir. Nein! Schade, ich hatte gehofft, der bringt uns wieder in gerechte Position, dadurch, dass er uns rammt. Wir machen einfach nochmal Neustart und das ist einer der dicken Probleme bei den Autos. Die sind so verdammt heckfreudig, ne? Das glaubst du nicht. Brillant drauf, du. Brillant. Ich fahr trotzdem mal weiter. Hier wieder diese Fake-Zeiten. Erstmal 15 Sekunden, dann auf einmal fast das Doppelte. Ich hoffe, das fixen die dann auch mit Gran Turismo 6. Eine Sekunde mehr als vorhin. Vorhin waren wir hier auch schon vorbei. Ab in Windschatten, dafür sind die Heckspoiler ja da, damit wir schönen Windschatten haben. Er hat da ein bisschen Platz gemacht. Sehr höflich.
Aber so recht ran komme ich ja nicht. Ich meine, NASCAR ist jetzt natürlich auch nicht meine Paradedisziplin. Ja, das wäre eher DTM. Aber so ein bisschen mehr würde ich schon gerne aufholen. Dazwischen todesmutig. Hälfte des Rennens gleich vorbei und ich habe gerade mal zwei Leute überholt. Aber ich verbessere mich, guck mal auf die Zeiten. Natürlich braucht man sowohl an den Wagen als auch an die Strecke eine kleine Eingewöhnungszeit. Und dann holt man schon eine Ecke mehr auf. Dachte ich gerade, er bricht aus und dann ein bisschen hektisch gelenkt. Ja, mit den Zeiten von Anfang an wäre ich schon besser bedient. Hi, hier ein bisschen verbremst. Scheiße. Und dann steht er mir im Weg. Hoch, du. Ich finde echt schade, dass Gran Turismo da nicht drauf achtet, dass die anderen Fahrer dann so heißen wie die Autos, in denen sie sind. Ich meine, die Autos werden ja extra nach den echten Fahrern benannt und dann könnte man hier auch die echten Fahrer als NPCs einführen. Fände ich irgendwie authentischer. Ah, brutal. Ha, hat sogar geklappt. Leichtes Anecken, verzeihen wir mal. Na, komm da vorbei. Schön. Attacke, ab nach vorne. Also er merkt, ich muss mich schon konzentrieren, kann nicht allzu viel reden, aber es macht Spaß. Es ist nicht einfach, aber es macht Spaß. Den schnappen wir uns noch. So, fünfter Platz, meine Freunde. Fünfter Platz. Normalerweise dachte ich mir, komm, machst du hier ein Ende.
Ja, weißt du was, das hat so einen Spaß gemacht, ich fahre nochmal. Also wenn ihr hier ein Ende haben wollt, dann schaltet einfach ab. Ja? Und für die Leute, die es interessiert, ich fahre jetzt einfach nochmal. Wenn ich mich jetzt noch ein bisschen steigern kann, dann habe ich vielleicht sogar eine Chance. Vielleicht kann ich den Wagen auch noch ein bisschen tunen, weiß ich gar nicht. Ich versuche es einfach so. So, man achte darauf, wie früh wir diesmal vorbeigegangen sind im Vergleich zum letzten Mal. Und den nächsten schnappen wir uns auch hier in der Kurve. Warte mal ab. Ha, vorbei gesneakt. Wunderbar, direkt zwei geholt in der ersten Runde. Und was für eine Rundenzeit, sehr schön. Shit, da dachte ich, da bricht der Wagen mir aus. Zeit gekostet. Zack, vorbei am nächsten. Nein, nein, Tropf, du Trottel. Nein, jetzt schiebt er mich da. Ah, Mann. Ach komm, einen Neustart mache ich noch. Mann, versaute mir das Rennen. Früh gebremst. Nein. Schlechter Anfang. Da jetzt wieder so sneaky vorbeikommen. Ne, diesmal nur mit ein bisschen Schubsen. Aber sind ja NPCs, die fühlen nichts. Nein. Naja, egal. Ich gebe es jetzt auch an der Stelle. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ich bin draußen. Tschö.